Ein weiterer Livestream geht los und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zum nächsten Video, auch auf dem YouTube-Kanal, falls ihr das da seht. Also schaut gerne mal auf dem Eagles-Kanal vorbei, da ist in der Beschreibung verlinkt in der zweiten Zeile. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird, ob ihr darauf Bock habt, auf die Folgen und so weiter, wie die aufgebaut sind auf dem Eagles-Kanal, da schneide ich ja auch immer viel. Deswegen finde ich das immer sehr interessant, auch darauf hinzuweisen alleine. Und ja, jetzt stelle ich hier mal runter, damit es mit OBS gerade ein bisschen besser... Ach du Scheiße. Hä? Als ob das nur so wenig ist. Naja gut, dann eben doch hoch. Hä? Als ob das 6 Chunks sind bis zu der Ecke. Kannst mir nur nicht erzählen. Also, ich weiß nicht, dieser Nebel ist halt auch so schlimm hier, dass man... Naja... Jedenfalls hatte ich vorhin einiges geplant und getestet. Das würde ich jetzt mal versuchen weiterzumachen. Ja, während ich hier noch ein bisschen rumspiele mit der Lautstärke. Ich muss mir einen Plan machen, wie ich jetzt hier von den Holzklötzen woanders hinkomme. Und zwar... Ja, Moment. Hier bin ich erstmal gestorben gerade. Ist auch wieder interessant. Wir haben ja hier immer Dreierabstände. Genau. Und dann müsste man jetzt hier einen Weg finden. Entweder hinten rum. Ja, ich glaube, hier kann man einen Weg bauen, ne? Wie war denn der Abstand immer vom Weg zu dem? Na, zwei Blöcke, dann machen wir das auch. Ist ein Holzklotz irgendwie genau umgekehrt. Da ist zwischen den Holzklötzen zwei Blöcke Abstand und hier zum Weg immer drei, aber... Naja, dann ist es hier eben so rum. So, ich habe Platz im Inventar, das ist wichtig und gut. Ne, warte mal, ich muss ja das hier lassen. Ich muss es ja einfach nur bearbeiten. Aber dann mit einer Steinschaufel nämlich. Das auf jeden Fall. Und dann will ich auch schon die ganze Zeit... Ne, das habe ich gemacht. Ja, stimmt. Ne, dann ist gut. So, ich habe nämlich vorhin hier zwei Folgen aufgenommen. Mal wieder. Ziemlich viel. Für meine Verhältnisse so allgemein. Und ja, deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, dass ich ein bisschen jetzt noch streame, damit ich nicht nur Folgen mache, ne, sondern auch Livestreams. Gehört ja genauso dazu. Allerdings wird er natürlich auch wieder nicht so lang gehen. Gerade bei Infinity Streams, da versuche ich mich schon immer kurz zu halten. So, ich hole mal neue Grasblöcke von zu Hause. Das sind so Sachen, die kann ich jetzt gut machen. So im Lager gucken, sortieren, was brauche ich und so, gell. Dafür verwende ich eigentlich die Streams immer gerne. Wo ist denn Erde? Hier hinten, ne? Na, nicht ganz. Hier. Na, einfach mal ein bisschen mehr, wie es passt. So, jetzt, dahin. Genau, die Blöcke können ja weg. Ja, stimmt, die hätte ich eigentlich auch gleich mitnehmen können. Egal. Machen wir so. Das sind ja eigentlich auch gute Arbeiten, die ich dann in der Folge nebenbei machen kann. Aber keine Sorge, wir werden gleich noch ein bisschen planerisch tätig. Das wäre schon mein Anspruch insgesamt jedenfalls. So, warte mal, ich mache hier einen Fehler. Der ganze Streifen muss noch weg. Alter, ey. Bei sowas könnte ich so kotzen, ne? Wenn ich hier einfach mitten drinne runterfalle. Während ich gerade eigentlich übelst am Planen bin oder am wo ich produktiv sein will. So, das weg, dann hier. Na Mann, das ist aber auch schlimm. So,
So. Naja, nicht nochmal. So, ist das jetzt richtig? Wie still ich manchmal sein muss, damit ich hier noch einigermaßen klarkomme, ne? Schon krass. So. Ah, genau dafür brauche ich die Livestreams, ohne Witz. Dafür sind die echt Gold wert schon. So. Okay, das ist richtig. Das kann schon so aufgelöst bleiben. Und jetzt habe ich keine Dark Oaks mehr. Warte mal, kriegt man hier Dark Oak raus? Nee, Spruce, ey. Ärgerlich. Was ist denn jetzt wieder, ey? Nee, stürz bitte nicht ab, Alter. Mann. Ach, geht's wieder. Ohne Witz, ich hasse es. Na, ich guck mal kurz was nebenbei. Und zwar, ja, hier. So. Ah, shit.
Ich brauche unbedingt die Holzgeschichten, sonst wird das ja nichts. Schon mir so lange nicht geredet, ne? Ich muss unbedingt hier die Nacht überspringen und alles, gell? Kann man nicht hier drin schlafen? Nee. Hä, und jetzt? Wieso habe ich denn hier so viele Planks, Stacks? Mal gucken. Wo sind denn Seeds eigentlich? Diese Güser, ja, genau da. Na gut, von denen werden wir jetzt immer noch mehr einsammeln. So, essen. Ich esse mal so ein Teil. Auch wenn es fast nichts bringt. Ah, der Chicken Breeder müsste ja laufen, ne? Mal so ganz allgemein gefragt, Hilfe. Jetzt muss ich natürlich aufpassen hier wegen den Herzen. Ne? Ach du Scheiße, ey, was ist das denn? Kann ich ja froh sein, dass ich gerade hier frisch gegessen habe. So, wieder ein bisschen was aufgefüllt. Alter, schon wieder Hunger. So, wo war ich denn gerade? Ah ja, bei dem Weg. Da müssen ja auch noch Laternen hin, oder? Mal gucken. So, jetzt kann erstmal der ganze Scheiß hier weg. Na gut. Eigentlich den Bogen brauche ich nicht. Da kann das hin? Nee. So wollte ich das. Moinsen zusammen. Kommt im Chat. Von Alcados TV. Und zum ersten Mal im Stream. Ja, dann willkommen. Kannst du auch auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, ne? Da gibt's jeden Tag Videos zu verschiedenen Projekten. Und zwar nennt das sich Igits. Ja. Ah ja, die Schaufel. Das war das vorhin. Oh. Sondern hier müssen wir irgendwie abknicken, ne? Na, wird das hier so um den Berg rum? Mal gucken. Da kann man ja auch ein bisschen aufschütten.
Ich gehe zu meinem Creative hier rüber. Und überspringe da die Nacht. Da schreibt jemand Hi, und zwar 3BRK2, und er ist nicht zum ersten Mal auf dem Kanal. Ja, willkommen im Stream. Was ist das für eine Mod? Das ist Infinity. Also Link, YouTube-Projekt. Sind viele Mods. So, Survival. Warum bist du im Kreativ? Ja, weil ich's kann. So, hier. Okay. Also ich werde auf der Ebene bleiben. Ich habe jetzt keine Lust, hier hochzugehen, dann wieder runter. Das glaube ich ein bisschen sinnlos. Vor allem muss der Berg eh geterraformt werden an anderer Stelle. Ich hoffe übrigens, die Sounds sind nicht zu laut. So. Ja, ob der Weg jetzt hier lang geht oder noch einen davor, weiß ich nicht. Was ist das für ein Rauschen? Ja, das von meinem Mikro. Ich wollte schon sagen, das ist halt so. Aber in meinen Videos versuche ich das zu vermeiden. Also, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal. So heißt der. Und da kam heute zwar ein Video mit Rauschen, aber es gibt auch viele ohne. Ja, jeden Tag kommen da ja Folgen von verschiedenen Projekten. Und ich muss nochmal gucken. Also ich versuche auf jeden Fall in vielen Videos das ohne zu machen, aber im Stream geht's nicht anders. Ich kann ja an meinem PC nicht das Rauschen ausstellen. An meinem Laptop geht's, am PC nicht, ich weiß nicht warum. Und deswegen muss ich immer am Laptop aufnehmen, wenn ich das Rauschen vermeiden will. Aber das geht eben auch nicht immer. Bei manchen Projekten und Konstellationen, da passt das nicht. Vor allem, wenn ich Together-Aufnahmen mache. So. Was hast du für ein Mikrofon? Ja, das ist kein teures, aber ich glaube, dass, also, wenn ich den Rauschfilter anmache, ist ja alles gut am Laptop, ne? Und deswegen würde ich da jetzt nicht am Mikrofon den Fehler suchen, sondern bei anderen Mikrofonen hatte ich das auch noch viel schlimmer und da bin ich eigentlich mit dem noch ganz zufrieden. Ja, weil das wenigstens so einen klaren Klang hat. Manche andere Mikrofone, da hatte ich dann so ein richtiges Brummen, ey, das ging gar nicht mehr. So. Wohin führt der Weg? Ach so, ich baue hier so eine Holzklötze. Das ist so ein spezielles Gebäude. Und zwar gibt's das seit einer ganzen Weile. Das hat sich Rieze ausgedacht. Das ist so ein Mitspieler hier. Und
dass halt eine gute Gebäudeform aus allen möglichen Blöcken zum Beispiel was zu bauen, und das möchte ich ja einfach umsetzen. Wie da hinten, da sieht man schon ein paar Holzklötze. Und so in der Art wird das dann auch weitergehen mit verschiedenen Holzsorten da hinten. Ja, weil hier halt nicht mehr so viel Platz ist. So. Okay. Bist du öfter live? Ja, schon so ungefähr ein bis dreimal die Woche. Obwohl es eher einmal ist als dreimal, das muss ich sagen. Wenn ich dreimal die Woche live bin, dann stimmt schon eigentlich irgendwas nicht. Nee, also ich versuche da immer, ich will eigentlich immer ein bisschen öfter live gehen, aber es klappt oft nicht so und ich bin auch nicht lange live. Ja, wenn ich jetzt zwei Projekte zum Beispiel in einem Tag streame, dann bin ich jeweils in den Projekten so ungefähr 20 bis 30 Minuten. Und dann reicht mir das auch, denn ich nutze die Streams eigentlich hauptsächlich nur, um die Folgen vorzubereiten, um mich gedanklich zu sortieren und so ein bisschen zu planen, was mache ich in den Folgen, und ne, weil YouTube ist mein Hauptfokus, definitiv. Deswegen ist es mir auch egal, wenn ich keine Zuschauer habe manchmal. Ja, da mache ich einfach trotzdem weiter. Und ja, auf YouTube, da geht's ja eigentlich von den Aufrufen auch ganz gut voran. Muss ich sagen, nach wie vor, da bin ich ja immer noch erstaunt drüber, weil das mit einem mal losging, 2022 im September. Und ja, das war aber auch bei vielen anderen Kanälen damals, dass die so mehr vorgeschlagen wurden, die kleineren YouTube-Kanäle. Ja, und es ist irgendwie ganz nice seitdem, denn vorher hatte ich da sehr wenig Aufrufe nur manchmal. Da habe ich mich schon immer gefragt, ja, warum machst du die Videos eigentlich noch? So, wenn du aktiver streamst, kannst du auch auf YouTube bessere Zahlen bekommen. Ja, das kann sein. Durch Werbung dann hier auf YouTube, aber ja, ich will jetzt nicht so viel streamen, weil ich nicht so viel Zeit dafür habe. Ne? Natürlich kann ich es ein bisschen probieren, ne, nebenbei. Ist immer ganz schön, wenn man auch in den Projekten vorankommt entsprechend. Ich habe ja viele Projekte, wo ich teilnehme. Und deswegen wäre es schon mal gut, aber ja, so oft kann ich es eben jetzt auch nicht machen. Muss man dann schauen. Aber naja, vorhin war auch schon jemand im Stream. Ich denke mal, das ist auch immer von Zeit zu Zeit unterschiedlich, wer gerade zuschaut, ob es viele Leute erreicht oder nicht. Und ja. Kannst ja einfach das, was du streamst, auf YouTube hochladen. Nee, das will ich nicht. Ich will auf YouTube extra geschnittene Folgen haben. Natürlich, ich könnte in den Videos, in den Streams aufnehmen. Habe ich auch schon mal gemacht, Let's Plays. Aber ich hatte da, ja, ich habe das eher mal so als Ausnahme gemacht, nicht so als Regelfall. So, weil ich auf YouTube auch eine ganz andere Art und Weise habe, wie ich zum Beispiel aufnehme. Da rede ich dann nochmal am Stück 15 Sekunden, dann mache ich einen Schnitt, dann rede ich weiter, also das halt sehr viel geschnitten am Ende. Und ja, ich weiß nicht, ob das so in den Stream reinpasst. Und ja, so wie ich es jetzt mal, will ich es auch nicht dann zusammenschneiden aus dem Stream. Das finde ich irgendwie blöd. Das kann man mal machen, als Special. Gibt es auch immer mal. Hatte ich neulich schon wieder. Da habe ich mit Rize einen Stream gemacht, 1,5 Stunden, und habe ich gedacht, komm. Die paar Themen, die dabei waren, die müssen auch in eine Folge. Ne? Da passt das dann, aber ja, jetzt hier so
Eher nicht, denke ich. Ich baue das übrigens wieder ab, weil ich mir die ja extra gecraftet habe, die Slabs für die anderen Stellen. So. Ja, mach ich mir noch mal ein paar Slabs. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch lange live bin. Ich will eigentlich gleich das Projekt wechseln auf Snow Village. Da habe ich nämlich auch noch einiges zu tun. Oh. Ne, hier war das doppelt. Machst du nur Minecraft oder was anderes? Also ja, ich mache manchmal League of Legends zum Beispiel. Das ist dann aber auch das Einzige. Oder ja, verschiedenes. Eigentlich mache ich fast nur Minecraft, kann man schon sagen, inzwischen. Ich habe mal Schach auch gestreamt, ja. Kommen dazu auch Videos, ja. League of Legends kommen Videos auf meinem Gaming-Kanal, kann man so sagen. Wo auch ein paar traditionelle Minecraft-Projekte kommen von früher. Das heißt, da kommt jetzt nicht nur kein Minecraft, aber schon halt andere Spiele. Und ja, der heißt Textmark LP. Ne. Da gibt's League of Legends unter anderem, dann Sims 4 und ja, was gab's da noch? Santa Claus in Trouble an Weihnachten. So. Aber ja, ich wollte auch mal wieder ein paar mehr League of Legends Videos dort machen zum Beispiel. Das war schon nicht schlecht. Da hatte ich wieder angefangen in letzter Zeit. Obwohl ich das immer ein bisschen unvorhersehbar sehe oder finde mit den League of Legends Runden. Da dauert dann die eine Aufnahme mal 35 Minuten, die andere nur 10. Und das ist schon ganz schön extrem der Unterschied. Das mag ich halt nicht. Das kannst du nicht so gut planen dadurch. Was? Kannst du bitte was essen? Ach so. Ja. So. Warum ist ja eigentlich schon wieder eine Workbench? Ja, würde ich hier einen Tunnel machen, ne? Warum hast du eine schlechte Rüstung? Ach so, das juckt mich nicht. Das ist mir egal, einfach nur. Das ist der Grund. Ich baue hier eigentlich nur. Ich will hier nicht kämpfen oder so. So, hier ist Höhe 63, da müssen wir dann einen runter. Geht schon. Hey, warte mal. Ach so. Ich mache erstmal hier den Durchschlag von dem Berg, dass ich weiß, was los ist. Hier ist schon Ende. Ja, noch nicht, ne. Also den ganzen Berg kann ich jedenfalls nicht abreißen. Ich muss da einen Tunnel machen draus.
Ah, es stört mich gerade schon wieder, dass ich nichts mehr aufnehmen kann, ey. Das ist ja nervig. Ja, dann hier irgendwas raus. So. Okay, bin dann mal weg. Ja, dann ciao. Und einen schönen Abend noch. Schönen Start in die Woche. Wie auch immer. Und ja, danke fürs Zusehen noch, genau. So. Jo, dankeschön. Na gut, da kann ich aber gleich mal aufhören mit dem Stream. Also an der Stelle. Hier kann man ja noch vieles reinschiften. Ist echt nicht wenig, ne? Krieg ich ja mein Inventar gleich wieder leer. Jetzt brauche ich nur noch hier mal so ein Stack. Ja. Na gut, aber ich bin raus. Bevor ich mich jetzt wieder hier zu sehr festbeiße. Ich will nämlich wirklich auf Snow Village schnell. Und deswegen... Ja, danke fürs Zusehen.